willkommen zu einem neuen Video von Fleni trifft. Heute bin ich in der Buchbinderei bei der Gabi. Hallo Gabi. Hallo Fleni, schön dich hier zu haben. Ja, ich freue mich hier zu sein. Es ist so spannend bei dir. Es gibt so viele große Maschinen. Das ist so eine Art Werkstatt hier, weil du bist Buchbinderin. Genau. Hast du das richtig gesagt? Genau, Buchbinderin. Das ist ein ganz seltener Beruf mittlerweile, oder? Ja, den gibt es mittlerweile nicht mehr so häufig, weil einfach ja, die kleinen Buchbindereien, die sterben leider aus, weil die Leute heute sich lieber neue Bücher kaufen, als die alten reparieren zu lassen oder sich schöne Ledereinbände machen zu lassen. Da gibt es ganz tolle Sachen, aber die kosten viel Geld. Mhm. Und deshalb rentiert sich das einfach nicht mehr und die Leute kaufen sich lieber neue Bücher. Ist schade. Aber da kann man nichts machen. Ja, also und du machst, was machst du hier genau so, also als Buchbinderin? Bindest du Bücher zusammen? Ja, wie der Name schon sagt, ich binde Bücher. Also so drei aneinander, oder wie? Nein, das nennt sich Bücherbinden, weil es werden verschiedene Dinge aneinander gebunden, um ein Buch zu werden. Da gibt es ja viele einzelne Seiten, die müssen ja aneinander gebunden werden. Da gibt es verschiedene Dinge, das kann man auch mit Nadeln und Faden machen oder mit Leim. Wow! Ja, und dann muss eine Decke gemacht werden für das Buch. Das heißt, keine Decke zum drunter schlafen, sondern eine Buchdecke. Das nennt sich so. Der Deckel quasi. Der Deckel vom Buch. Vorne und hinten, damit das Buch einfach geschützt ist, die Seiten geschützt sind und dass es schön aussehen kann. Und das mache ich hier. Oder die Hauptsache, die ich hier mache, sind eigentlich Bücher reparieren. Oh, okay. Weil viele Bücher einfach auch bei so vielen Menschen, die die ausleihen, einfach auch oft kaputt gehen. Und damit wir nicht immer wieder neue Bücher kaufen müssen, sondern die alten reparieren, ist ja auch gut für die Umwelt, wenn man nicht so viele neue Sachen kauft. Ja, tun wir die reparieren oder tue ich die reparieren und dann können sie wieder ausgeliehen werden für eine ganze Weile, bis sie halt wieder kaputt sind. Und dann reparierst du sie wieder und wieder und wieder und nein, wieder? Nein, irgendwann rentiert sich das einfach nicht mehr. Erstens, es kommen ja immer wieder neue Bücher raus und die Leute, die Bücher ausleihen und auch die Kinder, die wollen ja auch neue Bücher haben. Ja. Kann ja nicht Bücher, die schon 20 Jahre alt sind, immer wieder und immer wieder reparieren. Irgendwann kommen dann neue und werden die dann ersetzt. Dann werden die alten Bücher ausgeschieden, nennt man das. Das machen wir auch hier drin. Wir machen ganz viele Sachen hier drin. Die kommen dann in den Flohmarkt, den wir hier haben. Und wenn dieses doof Corona mal rum ist, dann wird er auch wieder sein im Haus, der Flohmarkt. Und dann haben vielleicht manche Glück und können so ein altes Buch kaufen. Boah, cool. So viel machst du hier. Und also hast du auch schon mal ein Buch ganz allein so komplett selber gemacht? Ja, natürlich. Ein ganz neues? Ein ganz neues, natürlich. Boah. Das kann ich, das habe ich gelernt. Das heißt, ich kann einfach nur aus weißen Seiten, Blättern ein Buch machen. Wow, fast wie zaubern. Ich habe noch nie gesehen, wie man so ein Buch macht. Ja, das ist... Ist aufwendig, oder? Ist aufwendig. Ein bisschen schwer, nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. Ja, natürlich, wenn man weiß, wie es geht, ist alles einfach. Und so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Und ich habe da auch Maschinen dafür, die mir helfen, weil ich kann ja nicht alles nur von Hand machen. Ich muss schon ein paar Maschinen dazu haben. Und die zeige ich dir aber nachher, wenn du möchtest. Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie schon beim Durchlaufen hier gesehen. Die sehen so cool aus. Aber ich weiß noch gar nicht, wofür die sind. Das musst du mir unbedingt mal zeigen. Das kann ich tun nachher. Okay, also ich habe aber noch Fragen. Ja. Bist du bereit dafür? Ja. Gut. Also du hast ja schon erzählt, was du den ganzen Tag hier so machst. Aber was machst du denn von den Sachen so am liebsten? Am liebsten kann ich gar nicht sagen, was ich am liebsten mache. Ich mache meinen Beruf, mag ich am liebsten. Das heißt, alles, was damit zusammenhängt, mache ich einfach am liebsten. Okay, und was machst du am meisten? Am meisten mag ich natürlich, wenn ich neue Bücher binden kann. Okay, und was magst du nicht so gern? Interviews geben. Oh! Soll ich besser wieder gehen? Nein, Fledi. Dir gebe ich gerne Interviews. Bist doch mein Freund, also darfst du
Gerne. Das ist sehr lieb von dir. Ja. Aber musst du denn oft Interviews geben? Das klingt, als müsstest du es täglich tun. Nein, so oft ist das nicht. Zweimal musste ich schon tun hier. Okay. Ich arbeite schon ganz lange hier. Und deshalb gab es da auch schon mal ein Interview zum Beispiel. Habe ich Ausstellungen organisieren dürfen. Oh. Was ich ganz spannend fand. Ich sammle gerne. Okay. Überhaupt, weil ich es nett finde. Und da habe ich angefangen, Bücher zu sammeln, die kaputt gegangen sind. Oh, die du nicht mehr reparieren konntest? Die man nicht mehr reparieren kann, die einen Unfall hatten. Oh. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die den Büchern passiert sind. Und die bringen die Leute natürlich zurück, weil die gehören ja uns. Ja. Aber die sind halt nicht mehr zum Reparieren. Und da habe ich mal eins, ein Beispiel ist es. Das sieht so aus. Was ist denn damit passiert? Das sieht ja schrecklich aus. Das ist ein Buch, das ist, also, das hat ein Hund gefressen oder versucht Was? Zu fressen. Ja, das ist ein Buch, das total zerbissen wurde. Also ja, das sieht man hier ganz deutlich. Hm. Und da gibt es ganz furchtbar viele. Und da sind ganz viele unterschiedliche Sachen mit so Büchern passiert. Und ich habe die immer gesammelt, wenn die zurückgegeben wurden. Und dann habe ich die Ausstellung genannt, Hund frisst Buch. Ja, passt in dem Fall, aber das sind natürlich ganz viele andere Sachen, die da auch noch passiert sind mit den Büchern. Und ich fand es einfach mal spannend, den Leuten zu zeigen, dass das einfach normal ist, dass einfach vieles kaputt gehen kann, immer wieder. Und dass es wichtig ist, dass die Leute halt die Bücher dann wieder zurückbringen und sagen, Leute, da ist was passiert. Kann ja passieren, kann immer was kaputt gehen. Und ja, für uns ist es witzig gewesen, dann einfach so eine Ausstellung zu machen und den Leuten zu zeigen, was denn alles passiert ist mit den Büchern. Ja. Das war die eine Ausstellung. Dann hatte ich noch eine, die ist noch nicht so lange her. Wieder, weil ich gerne sammle. In den zurückgegebenen Büchern bleiben Lesezeichen liegen. Oh, warum? Weiß ich nicht. Ja, da sind ganz tolle Lesezeichen dabei, auch ganz, ganz alte Lesezeichen oder auch neue, selbstgebastelte Lesezeichen. Da habe ich eine Ausstellung gemacht über Lesezeichen. Die Leute in Büchern vergessen haben. Und ich fand es einfach schade, die einfach wegzuwerfen. Und habe sie einfach gesammelt, aufgehoben und dann eine Ausstellung draus gemacht. Und da musste ich auch ein Interview geben. Aber das war nicht so schön wie das mit dir, Fledi. Oh, ja, ich gebe mir ja auch immer Mühe bei meinen Interviews. Das merkt man. Und bei den Lesezeichen kamen da dann auch Leute, die gesagt haben, hey, das ist doch meins. Ja. Echt? Ja. Das haben wir vorher schon gesagt, wenn Leute kommen und sagen, oh, mein Lesezeichen, mein Lieblingslesezeichen habe ich vergessen in dem Buch und es dort wieder finden in der Ausstellung, dann dürfen sie es mitnehmen. Mega cool. Und das ist tatsächlich passiert. Ja. Wow. Ist aber schön, wenn die Leute dann wieder was finden, was sie verloren haben. Ich freue mich immer, wenn ich was verliere und das dann doch irgendwo wieder finde. Ja, geht mir genauso. Ich habe ja gesagt, ich zeige dir mal eine Maschine zum Beispiel. Die ist ganz spannend. Die heißt Pappschere. Und was macht man damit? Die hilft mir, wenn ich Bücher neu binden muss, brauche ich ja Pappe. Ja. Pappe ist ganz dickes, festes Papier. Ja. Weißt du, was das ist, ne? Und das muss ich ja irgendwie so groß schneiden oder klein, wie das Buch ist. Ja, genau. Und das kann man nicht mehr mit der Schere schneiden. Nee. Also brauche ich stärkere Sachen, die das schneiden. Und dazu gibt es die Pappschere. Dieses Ding. Die ist nicht gefährlich eigentlich. Eigentlich habe ich sie lieb. Jetzt zeige ich dir mal, wie das funktioniert. Das ist ganz schön laut, also tu mich erschrecken. Okay, dann tust. Ich kann das da durchschieben. Aufpassen, dass du nicht deine Nase drunter kriegst. Ja. Und dann, Achtung, ganz laut, muss ich mit ganz viel Kraft die Pappe schneiden. Und das gibt einen ganz geraden, tollen Schnitt. Wow. Und man braucht nicht so viel Kraft. Und deshalb ist das meine Lieblingsmaschine. Cool. Aber das sieht schon ein bisschen gefährlich aus, wenn das da so runter ist. Also, Aber die ist ganz lieb, die Maschine. Also, ja, man muss nur auf seine Finger aufpassen. Genau, auf die Finger musst du aufpassen. Wow, was ein cooles Teil. Und was gibt's noch so?
Das ist die Schneidmaschine, die ich dir versprochen habe. Die ist noch größer als die. Ja, die ist riesig. Pappschere. Du darfst nicht erschrecken, musst ganz arg aufpassen, dass du da nicht dazwischen kommst, weil die Messer sind furchtbar scharf. Oh. Jetzt zeige ich dir mal, wie man damit schneidet. Da legt man Papier rein. Da habe ich Papier, das ist ungefähr so wie Papier, das in Büchern drin ist, wo die Geschichten draufstehen. Und das muss ich ja auch schneiden, damit es groß oder klein genug ist, um weiterverarbeitet zu werden. Das lege ich einfach da rein. Im ganzen Stapel? Im ganzen Stapel, der geht nur doppelt so hoch. So viel kann die Maschine schneiden. Boah, alles auf einmal? Alles auf einmal und ganz gerade und ganz scharfe Messer. Und da musst du jetzt aufpassen. Okay. Achtung! So, das war's schon. Wow! Ganz gerade Schnitte und ganz scharf. Und viel schneller wie mit der Schere. Viel schneller wie mit der Schere, das wäre mühsam, richtig. Ja. Aber zum Glück haben wir ja tolle Maschinen. Ja. Zum Schluss noch die allerwichtigste Frage. Und zwar, ich frage immer alle, ob sie einen Tipp haben für die Kinder, die hier zugucken, was die denn lesen oder sehen oder hören könnten. Und jetzt die Frage an dich. Was würdest du empfehlen? Was für ein Buch oder eine CD oder einen Film magst du denn gern? Ich mag ganz viele Sachen gern. Ich habe ein Buch gefunden, das finde ich brutal witzig einfach. Und zwar heißt es Der Grolltroll. Oh! Ich finde den so süß und finde den so witzig und weißt du was, den gibt es auch als Puppe. Echt? Ja. Und das ist eine ganz nette Geschichte, die da drin steht. Und da sieht man die Puppe, die kann lachen, da, und die kann auch Grolltroll sein. So richtig, wah. Genau, wah, wah. Okay. Ganz böse oder ganz lustig und ganz nett. Und ich fand das Buch und die Geschichte und die Figur der Grolltroll selbst einfach so witzig, dass ich gedacht habe, das Buch möchte ich vorstellen und den Kindern vielleicht empfehlen. Okay, dann vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest und dass du auch ein Interview mit mir gemacht hast, obwohl du es nicht so gern magst. Gerne, du darfst jederzeit wiederkommen. Das mache ich. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.